Desmond ist zurück. Ja, meine neue Folge Assassin's Creed. Müsste ich mal aus dem Anonymous raus. Gibt's was Neues von draußen? Rebecca hat das Telefon angeschlossen. Die Templer bewachen immer noch die Grenzen und Wedek hat auch gut zu tun. Was zu tun? So wie es aussieht, bildet er Abstergo-Agenten mit Animus-Daten aus. Das heißt? Abstergo bereitet einen Frontalangriff vor. Ich bin schon fest, sie hat schon lange mal raus müssen. Schon mal getötet? Auch schön, dich zu sehen. Ich war mit so einem Elektronik-Spezi zusammen, als die Assassinen mich erstmals kontaktierten. Und? Jetzt bin ich Single. Machst du Witze? Natürlich nicht. Glaubst du, ich würde Witze über jemanden machen, den ich getötet habe? Der Tod ist nur lustig, wenn er weit weg passiert. Ich weiß es. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Eine Idee zu der Chiffre, die Machiavelli mir gab? Ich meine, Ezio. Ohne Schlüssel nicht zu entziffern. Ein Einmalschlüssel. Was ist das? Ein Chiffre mit einem einmaligen Schlüssel. Stell dir vor, jemand nimmt von jedem Wort der Unabhängigkeitserklärung den ersten Buchstaben, um etwas zu kodieren. Ohne die Erklärung selbst ist es nicht zu entschlüsseln. Vielleicht durch den Computer jagen? Es gibt ein paar Dinge, die selbst ein Computer nicht kann. Lieben zum Beispiel. Lieben. Wieder Spannung zwischen. Du, der einzige Assassine in Abstergos Animus-Abteilung. Wie kommst du an Daten von denen? Ein paar Passwörter klappen noch, aber ich komme nicht tief ins Netzwerk rein. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Die Übersetzungssoftware hast du aber nicht gepatcht. Nee, ist noch buggy. Im Italienischen nur kleine Aussätze, aber bei Französisch und Spanisch musst du aufpassen. Bin beschäftigt. Und Sean? Gibt's auch eine Mrs. Sean? Wie hieß die Gute noch gleich? Kate? Ah ja, Kate. Katie, 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 Kitty Cat Kate. Hat geschnurrt bei mir wie ein Kätzchen. Ja, genau. Ich weiß rein zufällig, dass du nicht mal unter das Hemd durftest. Oh, was? Was? Wir waren essen. Du warst essen? Mit Kate? Ach ja, muss arbeiten. Ja, wenn es nur mal essen war. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Das habe ich jetzt raus müssen für das Gespräch. Machen wegen der Story. Es ist so spannend.
Mal ist bei irgendeinem etwas Wichtiges drin. Und komm vor Sonnenaufgang zurück. Da sind ein Headset und eine Uhr. Die? Ja, nimm sie mit. Sie doch hier. Ist im Real Life etwas noch. Aber was? Genau. Das ist mein Job. Was der Auftrag ist. Wo muss ich her? Warum muss ich her?
Die Sonne geht auf. Man darf dich nicht sehen.
Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich habe zu tun. Ich bin beschäftigt. Muss das fertig kriegen. Es ist alles bereit. Buongiorno.